Waren Sie schon mal auf einer Auktion, liebe Zuschauer? Vieles lässt sich ja bei Versteigerungen zu Geld machen. Im Emsland kommen mehrmals im Jahr Trecker und natürlich auch andere große Landmaschinen unter den Hammer. Im Minutentakt bringen die extra aus Kanada angereisten Auktionatoren diese schweren Geräte dann an den Mann. Aus ganz Deutschland kommen die Kunden und hoffen natürlich auf ein Schnäppchen. Für Landwirte ist eine solche Auktion ein verlockendes Geschäft, bei der Millionen über den Tisch gehen. Texas-Feeling mitten im Emsland. Bei der Landmaschinenauktion kommen mehr als 1000 schwere Fahrzeuge an nur einem Tag unter den Hammer. Der Auktionator gibt Vollgas, denn bei der Masse bleibt für jedes Stück weniger als eine Minute Zeit. Gesprochen wird nur Englisch und alle auf den großen Tribünen hoffen auf eines, ein echtes Schnäppchen. Die Gebote regeln den Preis. Mancher Profihändler wundert sich über die unterschiedlichen Summen beim Zuschlag. Ja, im Moment haben wir gerade einen unverständlichen Preis. Das sind zwei fast identische Typen. Der eine hat 280 PS, einer 230. Der 280 PS war günstiger wie der 230er, obwohl die technischen Daten fast identisch waren. Und das ist eben die Auktion, das versteht keiner. Das ist Angebot und Nachfrage. Ne? Wonach suchen Sie? Ja, wir haben den einen Schlepper eben gekauft, den 280er. Und der hat weniger gekostet wie der 230er eben. Ne? Wie viel hast du bezahlt? Wir haben 76.000 bezahlt. Ja, ihr könnt schon mal die Hauben dazu machen, weil die sind nachher dran. Morgens um kurz nach 8. Heinz Pott muss auf dem riesigen Gelände dafür sorgen, dass alle Trecker funktionieren. Mehrere Dutzend Leute hören nun auf sein Kommando. Die gebrauchten Maschinen kommen von Landwirten aus ganz Deutschland. Und das Team muss nun aufpassen, dass sie keine neuen Kratzer bekommen. Dass die Maschinen laufen, dass vorgeführt werden kann, damit wir keine Probleme kriegen. Das Ding soll anständig präsentiert werden. Das ist sehr wichtig. Die Anspannung ist groß, denn unzählige mögliche Käufer bewegen sich zur Besichtigung zwischen den riesigen Maschinen. Dass hier keiner unter Räder kommt, weil die potenziellen Käufer laufen hier und testen die Maschinen noch teilweise. Und da kann ja schnell mal einer unterm Schlepper liegen und gucken. Und einer ist oben und fährt. Und das kommt nicht gut. Also da haben immer Augen auf und auf die Sicherheit achten. Sicherheit ist hier die höchste Priorität. Martin Umler und sein Sohn sind mehr als 350 Kilometer aus Dithmarschen angereist, um hier Maschinen zu kaufen. Dieser Schlepper wäre interessant. Er hofft auf ein echtes Schnäppchen. Kenn ich mich am besten mit aus. Haben wir die meisten Erfahrungen mit. Ja. Schade dir so leicht, oder? Wie teuer kann der noch werden? Der wird nicht so teuer. Ich glaube nicht, dass er 10 kosten wird. Und wenn das weit unter 10 wird, wird er wieder interessant. Die Versteigerung läuft. Der Auktionator aus Kanada legt ein unglaubliches Tempo vor. Rasant brüllt er die aktuellen Gebote ins Mikrofon. Das Hämmerchen entfällt. Sogenannte Bidcatcher haben die Bieter genau im Blick. Sie animieren zu immer höheren Geboten. Für Matthias Ressel aus Meppen eine Aufgabe, die auch ihn viel Training gekostet hat. Jedes Handzeichen ist genau festgelegt. Also der Auktionator fragt immer nach einem Preis. Das ist der sogenannte Ask-Preis, der auch auf der Tafel steht. Und wenn kein Bieter darauf reagiert, geht er ein bisschen runter, bis der Erste wieder bietet. Und danach fängt er wieder an hochzugehen, bis zum Schluss endlich dann der finale Bid ermittelt wird. Können Sie selbst überhaupt was verstehen? Ja, selbstverständlich. Das ist jahrelanges Training. Das ist am Anfang ein bisschen konfus. Am Anfang ist es wie so ein Singsang, aber nach einer Weile, die kommunizieren mit uns. Er sagt die Zahlen und redet auch mit mir. Er sagt mir zum Beispiel, Matthias, you're in, you're out und so weiter und so fort. Oder try again, go and get him und sowas. Spätestens alle 60 Sekunden rollt eine Landmaschine, die verkauft werden soll, ins Sichtfeld der möglichen Käufer. Martin Umler hält den Finger noch unten. Denn mit Schnäppchenjagd hat das nach seiner Ansicht heute eher wenig zu tun. Ja, aber zu teuer, ne? Der war über meiner Preisklasse. 4.000-5.000 Euro zu viel. Stefan Scholvens und sein Vetter Thomas sind Bauern am Niederrhein. Sie suchen eine Spezialmaschine, um Heu zu wenden. In 2 Stunden kommen diese gebrauchten Geräte an die Reihe. Enttäuschung bei den jungen Bauern. Ja, hier fehlen ein paar Gelenkwellen und ja. Ich sag mal, die anderen, die hier rumstehen, die sind eigentlich noch älter, als wir uns jetzt vorgestellt haben. Also in noch schlechteren Zustand. Den Zustand haben wir selber zu Hause.
Ja, schon. Auf den Bildern sieht er besser aus, wie er in Wirklichkeit, sag ich mal, jetzt hier dasteht. Und da werden wir also nicht drauf bieten. Da müsste schon, sag ich mal, schon nicht teurer sein, denn wie 5.000 Euro. Weil hier können versteckte Mängel drin sein und das kann ja schon unheimlich ins Portemonnaie denn, gehen. Andere haben schon zugeschlagen. Landwirt Thomas Fiebke kommt aus der Nähe von Minden. Er ist stolz, dass er diesen Tanktransporter ergattert hat. 20.000 Liter fasst der riesige Behälter. Preis knapp 10.000 Euro. Ich glaube, das ist schon ein Schnäppchen, ja. Und was macht man da wirklich mit? Ja, die Gülle aus dem Stall fahren, ne? Weil Sie haben so einen großen Stall. Es reicht für mich, ne? Europas größte Auktion für Landmaschinen. Die Käufer kommen heute aus aller Welt, denn auch über das Internet werden Gebote angenommen. Heinz Pott bleibt weiter für alle Stücke auf dem Hof verantwortlich, denn 3 Wochen haben die Käufer Zeit, die schweren Geräte hier in Meppen abzuholen. Oh, das weiteste Australien, Neuseeland, das war so das weiteste. Das ist ja ganz andere Seite von der Erdkugel. Das kommt in Container und wird verschifft. Ist alles keine Hexerei mehr heute. Dieser Schlepper, das teuerste Stück des Tages. Für 130.000 Euro geht die Landmaschine XXL nach Ungarn. Martin Umler bietet bei dem roten Trecker, den er eigentlich kaufen wollte, gar nicht erst mit. Der Preis mehr als 20.000 Euro höher als gedacht. Zu teuer. Da kommen ja auch noch die Steuer und die Provision drauf. Liegt dann eher bei 37, 36. Die Landwirte vom Niederrhein sind dann doch noch zufrieden. Sie haben noch einen kleinen Heuwender entdeckt, der am Rande der Auktion per Computer verkauft wird. 1.900 Euro müssen sie demnächst überweisen. Ja, der Preis ist eigentlich schwer in Ordnung, kann man nichts zu sagen. Also so werden die auch gehandelt. Landwirt Thomas Fiebke hat heute noch richtig groß eingekauft. Zum Gülletank noch den passenden Trecker für nochmal 32.000 Euro. Es ist eine gepflegte Maschine und Preis-Leistung müsste passen. Viele Millionen Umsatz. Am Schluss finden wirklich alle Maschinen auf dem Gelände einen neuen Eigentümer. Im November wird der Auktionator hier in Meppen wieder Vollgas geben. Verstehe kein Wort, ne? Weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es ist der Wahnsinn.